Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ich fliege mal hier hoch in der Luft, weil ich weiß doch, sobald ich irgendwie anfange zu reden, dann kommen irgendwie die ganzen Gegner auf mich zugerannt und dann bin ich im Kampf drin und dann ist das voll nervig und so. Und ja, wie in der letzten Folge schon gesagt, gehen wir mal in die finale Dungeon und ja, das heißt Aspione. Und ja, ich frage mich jetzt, wie das aussieht. Ich kenne die finalen Dungeons in den Tales auch sehr. Ehrlich gesagt, sehen die in den meisten Fällen irgendwie immer gleich aus. Also weiß ich nicht. Ist immer irgendwie so was richtig Futuristisches oder so. Also weiß ich nicht. Ich kann mir irgendwie das Design von den einzelnen nicht merken. Tales of Graces, die finale Dungeon sah so aus wie die in Tales of the Abyss, sah so aus wie die in Tales of Symphonia irgendwie. Sah aus wie die in Tales of Exilia 2 und ja, weiß ich nicht. Ich stelle mir irgendwie so was vor, weiß ich nicht, so ein paar Brücken und so und alles sieht futuristisch aus und aus, weiß ich nicht, als wäre es nicht von dieser Welt. Und ja, aber ich lasse mich mal überraschen. Wir gehen hier rein, wir sind Level 68, bis auf Flynn. Ey, der muss mal irgendwie aufhören zu leveln, damit ich den mal benutzen kann, sonst geht das nicht. Ich kann den nicht benutzen, der ist ein Level höher, das geht nicht. Ich weiß, voll dämlich, aber ja. Ich habe mir gedacht, wir gehen mal hier rein, tun wenigstens bis zu dem Punkt spielen, wo wir genau vorm finalen Boss sind. Das ist meistens immer so ein guter Anhaltspunkt, wo wir dann, ja, weiß nicht, kurz aufhören können und wo die meisten Nebenquests immer freigeschaltet werden in den Tales of spielen. Also ist jedenfalls meistens so. Ich meine, ich glaube, man konnte den stärksten optionalen Boss in Tales of Darkness zum Beispiel nur besiegen, nur bekämpfen, ja, wortwörtlich irgendwie vom letzten Raum vom finalen Boss war. Und ja, außerdem, wer weiß, was wir darin finden. Vielleicht finden wir da neue Dinge ins Grimm. Vielleicht finden wir da mal endlich Grimmklaume. Die brauche ich für irgendwie alles, um irgendwie alles irgendwie herzustellen. Und mir fehlen gar nicht mehr so viele Sachen. Ich habe 89%, also ein paar Sachen kann ich noch herstellen. Und für fast alles fehlen mir Grimmklaume. Ich hoffe, wir finden jetzt endlich mal hier drin. Und ich bin auch mal gespannt, wie es hier so abgeht und ob das schwierig wird, ob ich schon überlevelt oder ob ich sogar noch unterlevelt bin. Ich glaube nicht, dass ich unterlevelt bin. Ich glaube, ich bin schon viel zu stark. Aber ja, ich will auch irgendwann mal hier, weiß nicht, Kolosseum hier auf 50 und was weiß ich nicht alles machen. 80 war da, glaube ich, noch. Und ja, anstatt dass ich jetzt dafür irgendwie überlevel und das dann mache, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Final Dungeon, weil ich nehme an, das hier wird einfacher, als was jetzt noch so alles optional kommt. Und ja, wenn ich dann hier im finalen Boss und so alles geplättet habe, dann kann ich überleveln wie ein Blöder, irgendwie auf Level 200 und so gehen. Da geht wahrscheinlich bis 200. Ich glaube, da gibt es sogar eine Trophäe, wenn man Level 200 erreicht. Also ja, ich nehme an, Level 200 ist wieder das Maximum in diesem Spiel. Und ja, genug geredet, gehen wir jetzt mal rein. Ich habe natürlich wieder, sagte er, während er immer noch weiter redet, ich habe natürlich wieder die ganzen Badass Kostüme hier alle ausgerüstet, oder was ich am besten finde. Normalerweise gibt es in den Tales of Spielen immer irgendwie irgendwelche Klamotten, die ich weiß nicht, in vielen Tales of Spielen gibt es immer so, weiß nicht, einen Charakter, der irgendwie nicht so einen richtig coolen Kostüm zur Auswahl hat, aber in dem Spiel finde ich, ist das richtig gut, weil jeder hat so ein richtig badass Kostüm. Und ja, das nehmen wir alles mit in den finalen Kampf und jetzt gehen wir da rein und machen den Adephagos und oder hier Duke fertig, welcher, glaube ich, hier auch hier drin ist. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. まさに天まで届けって感じだね。こんなのがアスピオのそばに眠ってたなんて、いろんな意味でショックだわ。あの周りに展開しているのが生命力を吸収する術式だろうか。そうみたいね。まずいわ。結構早く組み上がってきてる。あまり時間は残されてないってか。 Ja, wir haben so viel Zeit gelassen. Ich habe wortwörtlich 20 Stunden irgendwie Nebenquests gemacht. Anklotzen. Bitte sag nicht anklotzen. Ich habe da PTSD von Hop aus Pokémon. Sag nie wieder anklotzen, Petty, bitte. Ich mag dich. Du leuchtest, Estelle.
Sollen dieser Kampf gegen dieses Viech überhaupt stattfinden? Ich nehme an, Duke wird der finale Boss sein, weil die Tales of Spiele, die haben nie irgendwie so, weil ich vielleicht ein anderes wie in Final Fantasy, wo du immer irgendwie so eine Monstrosität irgendwie hast, die der finale Boss am Ende ist. In den Tales of Spielen musst du meistens immer nur gegen normale Leute kämpfen, was ich gut finde. Also kann man ja machen, ne? So Götter oder übermenschliche Leute in menschlicher Form, als nicht irgendwelche Monster, ist das, was ich sagen will. Naja, wir sind schon vorbereitet, keine Sorge. Die antike Zivilisation. Okay. Sie schon wieder gesagt haben, ja, deren Technologie und so, die war alles perfekt, ne? Ist irgendwie immer komisch, ne? Antike Zivilisation haben immer irgendwie, weil nicht bessere Technologie und alles andere, ne? Wie sind solche Zivilisationen eigentlich mal ausgestorben, wenn die immer alles irgendwie besser gemacht haben? Das frage ich mich in jedem einzelnen Spiel. Ist euch das schon mal aufgefallen? So ausgestorbenen antike Sachen, die sind normalerweise, ach, ich hatte keine heiligen Tränke mehr. Ja, okay, aber alles andere habe ich gut. Irgendwie antike Zivilisationen haben immer irgendwie, weil nicht viel krassere Sachen als in der Gegenwart von jeder Story, ne? Wir haben es diese Leute überhaupt geschafft, ausgestorben zu sein. Das ist hier. Okay, ich wollte jetzt sagen, wie in Amessianern in Tales of Graces, aber die lebten ja noch, die haben sich halt nur versteckt. Weil die hatten auch voll die Hightech Technology, ne? Und dann es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das sieht wortwörtlich aus wie das finale Dungeon von Tales of the Abyss. Ich wusste, es ist immer so leuchtende Brücken in irgend so einem riesigen Raum mit Siegeln und all so was. Irgendwie jedes finale Dungeon von den Tales of Spielen sieht immer irgendwie so aus. Nur halt in einer anderen Farbe oder so. これが全部今まで土の下に埋まってたってのかよ。アスピア周辺で多くのブラスヤが発掘されたのも、ここがあったからなのかもしれないな。古代ゲライオス文明、本に書いてあったものよりずっとすごいです。なんだか変な感じね。星はみに使うってくらいだから、これは兵器なんだろうけど、外から眺めは都市みたいだった。 都市を改造して兵器にしたのかな。星はみと対等に戦うには、こんな大きな町を犠牲にしなくてはならなかったのかな。これだけの規模なら、さぞ大勢の人が暮らしていたことでしょう。
ただ一人の男が全人類滅ぼすために立てこもってるだけってか。デュークか。できればやり合いたくないね。約さん、ジンマ戦争の時すでに大した英雄だった。今となっちゃどれほどの力を身につけてることやら。なあに、デュークと喧嘩する前に、押し歯を倒しちまえばいいんだよ。そうすればデュークだって人間を犠牲にする理由はなくなるもんね。 Ich habe so ein Gefühl, der will das aber trotzdem machen. Nur wenn ich vorstelle, dass hier so einfach abläuft, ne? Ich will trotzdem alles kaputt machen. Ey. Ich habe gedacht, der kommt nur so. Ja, möchten Sie hier durchgehen? X, ja, nein. So. Erstmal mir hier ins Auge fällt. Natürlich die. Was ist hier mit los? Was? Das Terminal fordert mich zum Kampf aus. Ich höre überhaupt keine Musik, ey. Aber ich habe nicht so viele magische Augen. Ja, die Gegner sind Level 60, das geht ja noch. Kampfmusik ist ja voll leise. Da muss ich echt hier noch mal rausgehen, um irgendwie magische Augen zu kaufen? Das ist ja voll kacke. Mache ich dann, weiß ich nicht. Zum Ende des Parts werden ja wohl hoffentlich noch ausreichen, ne? Also hoffen wir mal. Soll gleich auch mal ein anderes Team hier nehmen. Das ist mein irgendwie viel zu überpowertes Team, finde ich. Das ist so, weil ich das Team, das ich haben will, wenn ich, weiß nicht, Sachen geregelt haben will. Eigentlich ist das vollkommen egal, gegen was für Gegner, gegen was für eine Teamzusammenstellung wir haben, ne? Außer Flynn ist nicht dabei, weil der ist noch überlevelt. Au! So, der trifft mich noch, da gibt's nicht. Hör auf! Die Gegner, die halten aber auch viel außen, obwohl wir ja so viel Magie auf die unterdonnern lassen, ne? Wir müssten mehr ranklotzen. Habt ihr Patty nicht gerade gehört? Wie viel AP habt ihr? 100.000. Das ist ja bis Level 61. Ja. Ich denke mal, hier der Ring irgendwie so eine Abtrennung hier, dass ich nicht weiterlaufen kann. Aber hier draußen ist auch noch ein Ring. Steh auf. Mein Gott. So, oh Gott. Ja. Luftstein, nichts Neues, alles klar. Okay, das Monster drin ist jetzt rausgekommen, aber mit dem anderen. So, ich werde nicht. Oh. Du gibst mir doch bestimmt einen Zahn des großen Löwens, oder? Sieht aus wie so ein Löwe. Spada. Spada. Spada, der Dämonenkönig, der Vater von Dante. Ne? Er gibt mir doch bestimmt Zahn des großen Löwens. Ne, das brauche ich auch irgendwie. Für alles Mögliche. Schon vergessen, wieder mein Team zu ändern. Was wird hier? Lass mich mal klauen. Mal klauen, habe ich gesagt. Nee, lass mich nicht klauen. Zahn des Löwen. Ja. Nee, das ist nicht das, weil ich brauche. Zahn des Löwen ist wieder was anderes. Ich brauche großer Zahn des Löwen. Gott. Geht weg von mich. Oh Gott. Ich glaube, hier haben die haben mich 100.000. Warte mal, ich habe dann noch diese neue Art. Boom, genau. Die auch noch 100 mal einsetzen. Also muss ich nicht, aber vielleicht lerne ich da was Neues oder so. Also läuft dann in den Tales aufspielen. Schlitz, nein.
Ich habe auch nichts irgendwie da. Großer Teil des Löwens wusste ich doch. Ich Rita brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht Carol Raven. Mein Gott, kriegen wir viel Erfahrungspunkte. Sehe ich gerade noch voll wenig. Gerade also, ich will noch diese eine Art hier ein paar Mal einsetzen. Finaler Sturm, also lass mal Yuri nur drin. Ne? Sie gehört irgendwie an, so wie ein Mega Man. So, lass dich mal. Das geht einfach durch den durch. Da. Den haben wir noch nicht bekämpft. Los, gib mir meine Grimmklaue oder so. Grimm, der heißt Grimsa, alles ist klar. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gib mir eine Grimmklaue, da brauche ich wortwörtlich für alles. Ich positioniere mich nur so, damit ich euch alle treffe. Versuche es jedenfalls. Schlitz. Klappt nicht so ganz. Wenn ich dann 100 mal den Angriff eingesetzt habe, dann kann ich auch, weiß nicht. Nein, oh, zu spät. Ich mal zum anderen Charakter wechseln. Los, jetzt R2, jetzt tödlicher Treffer ein. Na warte, dann komme ich hier. Ja, schon tot. Ich glaube, der hat einen tödlichen Treffer eingesetzt. Bin ich auch irgendwie angezeigt gegen Matti? Nö. Die gegen eine Art von tödlicher Treffer irgendwie anfällig sind. Aber nee, ne. Okay, er war recht schellig zu bekämpfen, meine ich. So, also Misserfolg. Ja. Grimmklaue, hey, endlich. Du hast doch keine Ahnung, für was ich das alles brauchte, ey. Okay. So, warte mal hier. Nix. Doll. Mal gegen die Viecher schon gekämpft, weil sonst würde ich die erstmal aus dem Weg gehen. Und ich wüsste, unter was von der Kategorie die sind. Aus wie Reptilien. Gibt's überhaupt nicht mehr. Doch, da Schuppen. Fanteil, das war das, ne? Ja. Dann heißt es, den hier einsetzen. Und ich komme wahrscheinlich nicht an die Tor ran, ne? Doch. Der hat mir einfach weggenommen. Gesegnete Kette, das ist neu. Allein deswegen freue ich mich schon, hier reinzugehen. Ging hoffentlich ein paar neue Sachen noch. Ja, wollte schon sagen, gesegnete Kette hatte ich da noch nicht. Was ist Angriff? Ändert sich zu kleinen Energieschüben. Ermöglicht Distanzangriffe. Warum habe ich sowas nicht schon vorher bekommen? Nein, ab und zu automatisch wiederbelebt. Das ist wortwörtlich eine Kette mit einer magischen Aura drum. So, bevor ich da hochgehe, will ich erstmal gucken, wie man darüber kommt. Wie kommt man darüber? Da sehe ich irgendwie sowas hier. Das sieht irgendwie aus wie so ein Teleporter. Also, ja, nehme ich mal an, da komme ich noch. Warum kann ich jetzt das Viech nicht mehr kämpfen? So, da oben ist eine Truhe. Jetzt erstmal gucken, wo sind hier Sackgassen, dann gehe ich da als erstes nämlich hin. Hier ist so ein Ding. Kann ich das benutzen? Nö. Von hier kam ich, ne? Ja. Und dann gehen wir erstmal hier runter. Hi. Eure Sachen farm ich mir noch irgendwann zusammen, keine Sorge. So. Ey, gesperrt, wie? Oh, wie weit es dann unten geht. Halt. Oh, das ist eine Absperrung. Hier. So. Kann ich doch bestimmt nichts hier machen. Alles klar. Warum ich es selbst spiele? Keine Ahnung. Warum fragt ihr denn jetzt erst? So, hi, hier ist doch wieder eine Brücke, ne? Nö, wat? Das ist jetzt schon verwirrend hier. So, und da wechsle ich zum neuen Bereich, da will ich nicht.
Wir lassen uns jetzt Zeit und tun alles schön gründlich erkunden. Aber jetzt werde ich ja verpasst, ey. Ah nein, warum konnte ich einige Sachen, warum konnte ich über diese eine Brücke, aber nicht über die andere bisher? Hier war ich schon, ne? Nee. Auch gesperrt. So muss ich irgendwo was aktivieren wahrscheinlich, um die zu aktivieren und die ganzen Brücken auch. War hier noch irgendwas? Da sehe ich zum Beispiel zum Zeichen auf dem Boden, bevor man darüber läuft. So, da kann man auch hoch. Hier konnte man nichts machen, ne? Ja, gut, dann gehen wir mal hoch irgendwo. Ich meine, die ganzen Dinger, die führen sowieso alle nach oben. So, zweiter Bildschirm. Warte mal hier. Hi. Ist jetzt noch keine neuen Monster. Aber da ist eine Truhe. Kreuzritter 13. Das ist Kapitel 13 Archer von Fire Emblem. Glückliches Ende. Okay, cool. Dieser eine NPC Archer, der, weiß ich nicht, in ein Kapitel von Fire Emblem Radiant Dawn einfach so bewegt hat und, weiß ich nicht, alles vollkommen zerstört hat. Wenn man irgendwie den seine KI irgendwie umgestellt hat, man konnte irgendwie, weil nicht, Befehle geben zu NPCs in Fire Emblem Radiant Dawn. Du hast immer so, weiß ich nicht, computergesteuerte Charaktere, die ja so in einigen Leveln helfen. Da kommt auf einmal dieser Sniper so und entscheidet sich hier, sich mal zu bewegen und einfach alles zu zerstören, was ihnen in den Weg kommt. Der ist einer most badass Charaktere überhaupt. Also computer gesteuert jedenfalls. Ich glaube, der ist Chapter 13 Archer. Also, der ist irgendwie nach dem Kapitel genannt. 13 3 Archer, Kapitel 3 13, was weiß ich. Ninja Hut Maske, ich glaube, die habe ich schon. Oder? Ja, habe ich. Direkt. Ja, war ja klar, war einige. Ich hätte ja wahrscheinlich schon viel früher hier reingehen sollen, aber war ja irgendwie klar, dass ich dann irgendwie hier so Ausrüstungsgegenstände finde, die ich wahrscheinlich auch hätte so irgendwann finden können. Von dir kam ich, ne? Ja. So, da oben ist so ein Teleporter, glaube ich. Hey, warte mal, komme ich gar nicht auf der rechten Seite? Da oben ist auch so eine Brücke. Okay, ich kann mir gar nicht, kommen wir hier zurück zu diesen einen Dingen. Also hier, da muss ich nach unten. Dann zeig mal. Komm ich denn jetzt hin? Jetzt bist du eigentlich wieder hier in diese Dings sein, in diese Ruine. Ja. Antikes Band. Ich habe gerade eine andere Klamotte für Repeat bekommen. Dann geben sie mir noch eine direkt. So, Magieverteidigung. Nur für Repeat. Da gibt mir gar keine Normalverteidigung. Da gibt mir von allen wenigstens etwas. Nein. Ist so ein bisschen doof, finde ich. Ja, das hört sich echt an wie Mega Man hier. Also nicht. So typische Mega Man Level irgendwie. Und da geht's runter. Dann wir hier. Kann ich mir mit meinen Level 5 Ring irgendwas kaputt machen? Da muss ich da irgendwie lohnen. Ich glaube, ich hatte gedacht, dass man jetzt schon diesen Ring hier hat zu diesem Zeitpunkt. War jedenfalls nur optional gedacht. Ist irgendwie immer so ist in den Tales aufspielen. Ne? Irgendwie sind diese Ringe, kann man irgendwie nie, nicht in der Story irgendwie so hochleveln, muss man immer irgendwie was Optionales machen. Oh, das ist eine Truhe, sehe ich. Ich beinahe nicht gesehen, aber Trank des Lebens. Ja. Habe ich leider schon alles voll. Und ich hatte Angst, dass hier, weiß ich nicht, genug
benutzbare Gegenstände oder so ab. Ne, ich krieg die ja voll hinterher geschmissen. So, bin ich nicht jetzt. Oh Gott. Hier werde ich mich so oft verirren. Spezifik. Also ich sollte die Sachen vielleicht vorher benutzen, bevor ich die aufhebe. Ja, vielleicht eine sehr gute Idee. Ja, dafür hat doch keiner Zeit, Mann. Zauberband. Was für Estelle. Magische Tiara. So. So. Da macht sie Resistenz gegen Feuer und Wasser. Hat sogar noch bessere Werte. Nein, ich denke nicht. So. Hey, einen Moment mal. Und jetzt. Da. Steht nicht. Warum kann ich einige von denen hier kaputt machen? Einige nicht. Komm, komm, Fanta Ale. Fanta Tail. Fanta. Ich möchte gerne ein gekochtes Filet Mignon in einer zarten Soße. Lauwarm gebrannt. Und vorab ein Snickers. Was hätten sie trinken? Fanta. Ich liebe diesen Witz in Little Britain. Der Typ, der immer irgendwie erstmal voll extravagant irgendwie aufzählen. Da kommt irgendwie nur so eine Kleinigkeit, so ja, und ein Knopf aus. Irgendwie war es so richtig casual. Sagen wir, da wollte Little Britain, fand ich gut. Na komm. Ja, pump dich auf, Carol, am Ende des Kampfes. Was war das? Nee, der ist voll umgefallen. Weißt du überhaupt, was du da machst, Carol? Schuppige Dachnaut, ist die auch neu? Ich glaube nicht, ne. So, ich weiß immer noch nicht genau, was ich hier mache, wenn ich diese Dinger kaputt mache, aber wird schon irgendwas bringen, ne? Aktion, Reaktion. So, hier hat sich aber nichts geändert. Ich muss den ganzen Weg wieder hochlaufen. So, also hier ist nichts mehr, ne? Gut, also da sieht so aus, kann ich mich irgendwie teleportieren, aber da ist gerade nichts. Na gut. Gut, dann haben wir einen Bereich mehr oder weniger schon mal abgehakt. Ich nehme jetzt mal an, ich kann jetzt was in den anderen Orten irgendwo machen. Weil sonst wäre das ja eher voll Zeitverschwendung gewesen, dass ich hingegangen bin. Er wird schon irgendwas gemacht haben. Warten wir ab. Gucken wir mal, ne? Sieht eigentlich kochenmäßig aus. Lernen die überhaupt noch hier richtig? Abends ein Topf Schweine, ein Topf Kebab Sandwich. Ja, Kebab Sandwich. Ich mag Sand nicht. Das irritiert mich. So, gab es hier irgendwo einen Ort, wo ich noch nicht war? So, da unten links gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Ich kann noch mal da gucken. Bei dem Automat wollte ich jetzt sagen, bei diesem Apparat. Und automatisch haben wir so ein Kaugummi. So. Okay, hier ist auch nichts mehr. Hier schon wieder mal abgehakt. Ja, wieder zurück. Gibt es noch andere Ort, wo wir hier hochgehen konnten? Hier habe ich noch nicht erkundet. Da kann man ja jetzt machen, ne? So, hier ist auch nichts. War hier unten noch was? Kann ich hier was machen? Kann ich hier jetzt rüber? Nein. Aber die rechte Seite abgehakt. Das war schon vorher benutzbar. Bin ich da auch schon gegangen? Gucken wir mal. Ich versuche das hier so zu lösen, damit ich mich nicht verirre. Okay. Bin hier ganz langsam alles ab. War ich schon hier. Das Ding sieht neu aus. Hier war ich noch nicht, weil hier ist eine Truhe. Gungnir. Ich habe schon, glaube ich, die stärkere Version davon. Ne? Ja. Hatte ich davon. Nee, den hatte ich aber noch nicht nochmal hergestellt.
Ah ja, da war es, glaube ich, dieses Boss-Item, ne? Diesen Gigantomonster. Ja, dieser habe ich schon wieder vollkommen umsonst gegen Nat gekämpft. Hätte ich hier voll einfach bekommen können. Einfach so in der Truhe. Und ihr seid neu. Silberjahrspistolen, Nonnisse. Oh Gott, langsam gehen mir hier die Dinger aus. Ich will jetzt ja nicht gegen einen Boss oder so kämpfen gleich. Und dann keine magischen Augen und so haben. Ne? Muss ich gleich wahrscheinlich einen Schnitt machen und guck mal. Ja, kurz rausgehen, um einzukaufen. Er geht so nicht. Ah, nee, warte. Der lange Form. Wie oft habe ich jetzt schon eingesetzt? 83 Mal. Gut, machen wir nur 17 Mal. Wenn ich da nicht irgendwas Neues lerne und so, dann nehmen wir mal einen anderen. Spiel mal einen anderen Charakter. Weil ich bin nicht einer dieser Let's Player, der immer nur das ganze Spiel lang einen Charakter spielt. Das stört mich am meisten irgendwie, weil du hast in dem Spiel hast du 9 spielbare Charaktere, ne? Und ich kann ja verstehen, dass du mit ein oder zwei Charakteren nicht klarkommst, ne? Aber das ganze Spiel lang nur den gleichen Charakter spielen. Wir haben natürlich noch kein Tales of Vesperia Let's Play hier rein bei irgendjemanden und ich mal irgendwie angeschnuppert. Aber ich nehme jetzt mal an, die meisten Leute spielen, weil nicht so zu 90% nur Yuri. Bringt mich immer zurück, als ich mal ein Let's Play von jemanden gesehen habe, die irgendwie Mila in Tales of Exilia am Anfang genommen hat. Und dann gab es irgendwie mal einen Punkt, die hat natürlich nur Jude die ganze Mila die ganze Zeit gespielt. Und dann kam irgendwann mal ein Moment in der Story, wo du Mila nicht steuern konntest. Und ja, du musstest gezwungenermaßen Jude spielen und die kam überhaupt nicht auf klar, weil die hat ganze Spiel lang nur Mila gespielt hat und das ist auch voll schwachsinnig. Jedenfalls geht, wie man sich verirrt. Ja. Du bist mir nur so eindrücken, dass ich mich verirrt habe. Leute damals waren klüger, die haben sich nicht so leicht verirrt. おかしくない？進んでるからこそ日進月歩の進化に人々の考えがついていけなかったとか？たった数年前の技術が古いしそんなって何度も計画変更された。とも考えられ。滅びた連中のこと考えててもしかたない。先進もうぜ。滅びた連中が迷子にならないようにどうしてたかは興味ない？道は俺たちの前にできるんだぜ。 Ja, alles klar, sagte ich, während ich mit Estelle rumlaufe. Ging nicht. Warum nicht? Warum wird gesperrt? Wer hat das besetzt? So, halt einen Moment. Wo ich hingehe, warte mal, ich kam jetzt von da, ne? Von da kam ich, ne? Mein Ding ist schon abgelaufen. Die muss ich mir übrigens auch neu holen gleich. Das kann ich nicht aktivieren. Und da Gummi, warte mal. Ist ja nicht, dass das irgendwie. Okay, da tut alles. Ja, Herr Labett. So, diesmal mache ich das ein bisschen intelligenter, ne? Also jetzt sind so Dinger. Also könnte man irgendwie meinen, da könnte man was machen, aber nee. Reporter geht nicht. Da ist noch so eine Maschine, da ist noch eine Truhe. Hier geht es wieder runter. Limitrunk. Ja. Und du bist so ein. Da, warum kann ich die zum Beispiel nicht aktivieren? Einige davon kann ich aktivieren, einige nicht. Muss ich die Monster hier im Weg erledigen oder was? Damit ich da, weil nicht ungestört an den Apparat kann oder wie? Ich weiß es noch nicht. Ich werde schon herausfinden. Erstmal sind wir neu hier. Guck mal, was hier oben ist. Dun, 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 dun. Was willst du tun? Truhe. Sirup und Nektar. Geben mir ein ganz schön viele Klamotten.
Ein antikes Relikt. Guck mal, wo wir jetzt hier sind. Sobald die mir eine Möglichkeit geben, mich hier auszuloportieren, nehme ich da wahrscheinlich an. Warte mal, du hast genau das gleiche gesagt, was Carol gerade gesagt hat. Was? Warte, was war mein Satz? Ah. Das konnte ich schon vorher machen, ne? Ich dachte erst, du musst das Viech erledigen, aber zum Glück nicht. Das heißt, zum Glück ist es nicht, als wären die Gegner irgendwie zu stark, nur halt. Ich möchte halt Zeugs erreichen, ja, ne, während wir hier drin sind. Ist auch kaputt. Warum? So, ich weiß, das ist mir nicht im Weg, aber gib mir einen Grund, das nicht kaputt zu machen, ne? Jetzt sieht so ein bisschen aus wie Tales of Symphonia. Aber auch irgendwie, weil nicht erst dieses futuristische und dann waren wir in so eine Art Schloss, ne? Oder war es umgekehrt? Ich weiß ja gar nicht mehr. Ich habe nur einmal Tales of Symphonia gespielt, also. Oder nicht? Darf ich natürlich auch irren. So, Gott. Okay, das sieht eben ein bisschen verdächtig aus hier, dieser irrsinnig lange Weg. Vielleicht will ich da noch nicht hin. Wie er sich so umgedreht hat, so. Ich bin genau in dem Moment an dem vorbeigelaufen. Jetzt hätte er mich echt nicht gesehen, ey. Ja, ich weiß nicht, sind wir hier schon. Haben wir hier schon alles jetzt gefunden? Nee, ne? Spezifisch und Leckerei. Setzen wir mal ein. Eine Leckerei, ein Spezifisch. So, boom. Schon sind wir wieder hier. Ihr könnt mal ein paar magische Augen hier ausdrücken. Das wäre gut. Die gehen mir nämlich gerade ein bisschen aus. So, ich gehe noch mal zurück. Also, könnt mir sagen, da wollte aber so eine unglaublich lange Brücke irgendwie. Das schreit schon geradezu danach, dass jetzt irgendwie was passiert, wenn ich da drüber gehe. So, weiß nicht. Nicht Final Boss, aber wahrscheinlich irgendwie was so in der Richtung, also nicht Mini Boss oder so. Hätte ich diese Sachen kaputt machen können mit meinen Dingens, mit meinen Ringen, bevor ich den auf Level 5 gebracht habe. Ja, ne. Kristall, die waren ja auch in Design Kristall Dungeon. Die konnte ich auch schon kaputt machen, glaube ich. So, Truhe. Runenkettenpanzer. Und gerade ist mein Dings abgelaufen. Ja, muss definitiv noch mal hier raus. Wird nicht stärker sein als meine Dingens, ne? 290, 296. Oh, das ist, was du hast, okay. Mumbane ist auch schon. Ja, magische Verhaltung ein bisschen mehr, aber. Nee. Wenn ich irgendwie, kann ich irgendeine Wand kaputt machen oder so. So wie in Dark Souls, da gab es glaube ich auch irgendwie eine so eine Feuerstelle, die mit einer versteckte Wand war, ey. Was? Ja, einen Moment. Da sind doch Gegner. Hä? Okay. Ich gehe erst noch mal ein bisschen zurück. Ich weiß noch nicht, ob ich da alles hier erkundet habe. Ich würde dann auch wahrscheinlich sowieso erst mal im Part beenden, weil ich zurückgehen will und magische Augen und so kaufen möchte. Weil, ja. Ich habe so ein sehr schlechtes Gefühl, selbst wenn jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, ein kleiner Boss oder so kommt oder so.
Ich nehme sehr stark an, dass wir mindestens irgendwie in ein neues Gebiet kommen mit, weiß nicht, neuen Gegnern und so. Und ich habe keine magischen Augen, also ich kann die nicht erkunden, ich kann die nicht analysieren. Ich meine, wir sind sowieso nur ein Ort hier nicht abgeklappert, ne? So muss ich so oder so noch mal zurück. Wir sind, glaube ich, noch nicht links nach oben gegangen. Wenn ich mich irre. Nope. Weiß, vielleicht habe ich auch irgendwo hier eine Brücke mal endlich aktiviert, die ich benutzen kann. Da kann ich immer noch nicht benutzen. Bin ich da in der Mitte schon hochgegangen? Also nicht, ne? Oh Gott. Ich merke gerade, mein Dings ist abgelaufen. Ja, heile Getränke muss ich auch noch kaufen. Okay, ich muss irgendwas anderes aktivieren, glaube ich. Man sieht ja aber noch so viel Teleporter, ne? Muss ja noch so viel dann. Achso, muss ja noch so viel dann hier irgendwie zurücklaufen. Allein um die ganzen Teleporter ja abzuschecken und zu gucken, wo die hinführen und so. So, hier sind wir noch nicht hochgegangen. Zeig mal. Was gibt es hier so Schönes zum Knabbern? Nö. Da sind wieder, da ist der Truhe. Also wieder so ein Dingen, da ist auch eine Truhe. Die Soinks. Magische Auge, jawohl. Zu blöd, dass ich hier gleich sowieso rausgehe, um welche zu holen. Aber meine Gebete wurden erhöht. Mir geht's wahrscheinlich wieder zurück. Kann ich wahrscheinlich nicht benutzen. Nee. Seine fette Typ, der steht jetzt genau da vorne und ich komme nicht dadurch. So, komm her. Spada, der Sohn von Spada. Ah ja, ich habe ja ein paar Spezifik und so eingesetzt. Und ein Wundergummi, genau deswegen hat Yuri so viele TP jetzt wieder. Finaler Sturm. Boah, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, Alambic und all so was hier ausrüsten kann. Und gucken, ob ich dann was Neues lerne, eine veränderte Art. Oh, da habe ich einen tödlichen Schlag gesehen. Sehr gut gemacht. Kannst du mir nicht entkommen? Das ist ein Fernangriff. Schlitz. Ey, der war schon tot. Ich bin durch nichts durchgerannt. So. Schlitz. Okay, warum tut das Estelle nicht weh, wenn du so das machst? Du Pisser, du stehst jetzt genau davor, das gibt's jetzt. Steht genau vor der Truhe und ich komme da nicht ran. Hilf mir, ich steck fest und ich komme nicht mehr raus. Oder so. Ich will eigentlich in die andere Richtung schießen. Wenn ich euch alle treffe. Schlitz. Hier geblieben. Mein Gott, warum ist ein Kerl immer so schnell mit seinen TP unten? Kosten die alle so viel? Das ist das erste Mal, glaube ich. Boah. Wie er sich so nach oben dreht, also. Oh, Leckerei, cool. Und Grimmklaue. Aber da kann ich auch direkt, wenn ich rausgehe, mir mal gucken, ob ich irgendwie Sachen herstellen kann. Terra-Zeichen. Oh, ich stehe auf so Sachen, die exklusiv nur für einige Charaktere sind. Ich habe das schon. Habe ich da das hergestellt? Gott verdammt. So, dann haben wir hier auch alles erledigt. Hier ist auch nichts. Nee, nee, aber nur ein Teleporter. Wo gehe ich denn hin? Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal raus. Ich versuche mal, ob ich irgendwie was raushauen kann aus diesen Grimmklauen und große Zahn des Löwens. Ich habe 3 Stück von jeweils. Vielleicht kriege ich davon irgendwie noch eine gute Waffe hergestellt oder so.
oder irgendwas anderes. Und ja, oh Gott, ich sehe gerade, die sind direkt hier vor. Und dann im nächsten Part sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder an diese Brücke, wie er wieder muss ganz offensichtlich hier weitergeht, ne? Also in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Hoffentlich.